Schön, dass ihr wieder mit dabei seid zu einem neuen Video mit unserem Citroën C4 Cactus. Dieses Teil war wirklich unheimlich verdreckt. In diesem Video kurz und kompakt nochmal das Thema Felgenreinigung. Ich habe euch verschiedene Werkzeuge mitgebracht, um mal für euch so eine Felgenreinigung zusammenzufassen. Was braucht man vielleicht an Chemie? Was gibt es an Werkzeugen für welches Felgendesign? Hier haben wir mal ein Felgendesign, was ziemlich große Speichenzwischenräume hat, auch viel Platz zwischen Bremssattel und Felge, Scheibe, Felge und so weiter. Schauen wir uns gleich im Detail an. Und ich habe euch mal ein paar Werkzeuge mitgebracht. Einmal normalen Waschhandschuh, dann Felgenbürste und natürlich auch nochmal so einen kleinen Handschuh für die Details, wo man einfach komplett die Bewegungsfreiheit hat. Und wie gut das funktioniert, schauen wir uns jetzt mal an. Hier seht ihr mal das Felgendesign und 5 Jahre lang keine Wäsche. Sind zwar jetzt keine schönen silbernen Felgen, aber auch bei diesem schwarzen Modell werden wir jetzt gleich sehen. Das hier ist pechschwarz und jetzt kriege ich gar nicht mehr sauber meine Hände hier, guck mal. Wir nehmen jetzt mal einen meiner Lieblingsfelgenreiniger, P21S High End, weil da weiß ich, der hat so viel Power, der wird uns hier treue Dienste leisten. Gehen wir einfach mal hier in die ganzen Zwischenräume, und auch wenn ich jetzt etwas mehr hier rauf sprühe, auch in die Zwischenräume hinten. Die Gelformel erlaubt es halt, dass der sehr, sehr schön lange anhaften kann, sehr schön lange wirken kann und er wird hier richtig, richtig Kraft an den Tag legen. Lass mal so 3 Minuten einwirken, ich schaue mal hin drauf, ich glaube 3 bis 5 Minuten steht drauf, also hier könnt ihr auch schön lange drauf lassen. Wichtig ist, nicht auf die heiße Oberfläche, auf die heiße Felge oder am besten nicht das Auto in die Sonne stellen. Also ihr seht hier schön im Schatten, da kann er in Ruhe arbeiten und es ist wichtig, dass die Felge feucht bleibt mit diesem Reiniger, weil sonst können die Tenside nicht so richtig arbeiten. Das heißt, es muss immer so ein leichter Gelfilm drauf sein und ich gehe jetzt mal drauf und ihr seht es gleich an meinem Finger, hier seht ihr schon den Farbumschlag und der Dreck löst sich auch richtig, richtig schön ab. Je nach Verschmutzungsgrad könnt ihr das Ganze auch einmal abstrahlen und dann nochmal mit dem Shampoo drüber gehen und so werden wir das auch machen. Wir gehen aber erstmal in die anderen Felgen noch. Ich würde euch empfehlen, wenn ihr dann von Winter auf Sommer wechselt oder in die andere Richtung, dann die Felgen so in so Form einlagern, immer nochmal sauber zu machen. Aber so wie die Felgen aussehen, wurden die einfach nur in die Ecke gestellt, beziehungsweise hier die Radreifenkombination und dann ist nichts mehr passiert. Schauen wir mal hier. Also das ist sehr, sehr dreckig. Auch wenn es sehr schwarze Felgen sind und man sieht natürlich den Unterschied nicht so extrem, trotzdem will ich, dass die wieder sauber sind, weil so ein Gesamtpaket, das muss einfach passen. So, und ihr seht schon, warum ich hier Handschuhe anziehe, weil wenn man dann mal gegen die Felge kommt, hat man gleich komplett schmutzige Hände. Also Schutzhandschuhe anziehen, einfach besser. Ich habe leider keinen sauberen Finger mehr, aber ich zeige euch jetzt mal, wie viel Dreck hier drin steckt. Also das ist wirklich absoluter Wahnsinn, guck mal. Deswegen, ich wechsle jetzt gleich nochmal die Handschuhe, weil so kann ich nicht weiter arbeiten. Aber erstmal abstrahlen, Felgenreiniger macht noch hier eine Minute seinen Job und dann spülen wir das alles ab. Felge jetzt mit dem Hochdruckreiniger abgestrahlt. Ich habe mir frische Handschuhe angezogen. Schaut mal, wie super sauber die geworden sind. Hier, absolut top. Nur noch ganz leichte Rückstände hier in den Ecken vielleicht. Und für diese kleinen Ecken und Zwischenräume, dafür gibt es halt die Möglichkeit, entweder einen Waschhandschuh zu nehmen. Und ihr seht schon, ich habe noch mal einen Schutzhandschuh drunter gezogen. Also ihr könnt jetzt hier einfach drüber gehen mit eurem Shampoo-Gemisch. Und da werdet ihr sehen, dass ihr an manchen Stellen immer noch Schmutz drin habt. Und dafür könnt ihr halt entweder einen dünnen Handschuh nutzen. Und ihr kommt auch hinten an die Speichen ran, dahinter. Oder ihr könnt für die tieferen Bereiche Felgenbürste nehmen. Passt hier optimal, einfach komplett dahinter. Hier dazwischen kommt er natürlich auch, aber ihr könnt sie nicht drehen, deswegen gehen wir einfach daneben und können jetzt einmal hier die Zwischenräume komplett reinigen. Und ihr seht auch hier, das ist Wahnsinn, was hier noch die Felgenbürste rausholt, vor allen Dingen auch in den hinteren Bereichen, da wo der Hochdruckreiniger natürlich gar nicht richtig hinkommt. Deswegen, das liegt jetzt nicht am Hochdruckreiniger, sondern einfach an der Abspültechnik. Du kommst halt hier hinten einfach gar nicht hin.
mit dem normalen Hochdruckreiniger. Felgen vorne sehen dann immer schön sauber aus, aber hinten backt dann alles über die Monate und Jahre an. Und deswegen halt Felgenbürste für die hinteren Bereiche, vorne einen großen Waschhandschuh oder sowas hier vielleicht, auch wieder mit Handschuh. Drunter 5-Finger-Handschuhe, die sich natürlich, wenn sie nass sind, doch geht. Einfach hier drüber ziehen und jetzt schaut mal hier, komplett sauber. Und ich gehe mal hier dahinter. Seht ihr das? Da kommt noch richtig der Schmutz raus, wo die Felgenbürste und der Hochdruckreiniger gar nicht hinkommen. Und das geht super einfach. Zieht euch einfach auf beide Hände. Und im letzten Video hatte ich keine Handschuhe drunter. Deswegen auch nochmal jetzt hier der Hinweis. Einfach ins Shampoo-Wasser reingehen. Ihr könnt das auch ein bisschen nass machen. So, zack. Und jetzt geht ihr einmal hier die Runde rum und hangelt euch wie so ein Äffchen hier um die Speichen drum. Nehmt alles mit. Die hinteren Bereiche sind ja durch die Felgenbürste schon sauber. Und zack, und seid eine Runde rum. Das dauert vielleicht, guck mal, super sauber. Und darum geht's. Einfach den Dreck gar nicht über die Monate und Jahre ansammeln. Hier ist alles komplett jetzt sauber hinten. Sehr, sehr schön. Also es gibt viele, viele Tools, die euch hier unterstützen. Das machen wir jetzt bei allen anderen Felgen auch, bei den anderen dreien, weil vom Vorgehen ist komplett das Gleiche. Also viele coole Werkzeuge findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. Sehr schön. Und fast vergessen zu sagen, hier die Schraublöcher. Braucht ihr eigentlich auch keinen Pinsel, nehmt einfach einen Finger. Erledigt. So, und jetzt schauen wir mal hier. Ich fasse mal mit meinen Fingern direkt drauf. Ich habe vollstes Vertrauen in die Werkzeuge. Perfekt, so muss es sein. Auch hier in dem Bereich nichts mehr drauf. Felgen sind jetzt wieder schön sauber. Kein ekliger grauer Schleier mehr, kein brauner Schleier mehr hier drauf. Kann jetzt in Ruhe abtrocknen oder kann man auch mit einem Tuch noch mal ein bisschen nachtrocknen. Und jetzt haben wir die Sache hier mal richtig schön wieder auf einen guten Sauberkeitszustand gebracht. Das war mal bitter nötig. Also, und darum ist es auch so wichtig, dass man gute Produkte hat. Man hat es an der Reinigungsleistung schon nur durch den Felgenreiniger gesehen. Der hat richtig, richtig Kraft. Zieht euch auf jeden Fall Handschuhe an. Nutzt die entsprechenden Werkzeuge dazu, je nach Felgendesign. Ihr seht hier, das Wasser ist jetzt richtig, richtig dunkel. Das können wir jetzt hier komplett entsorgen. Da bitte nicht nochmal auf den Lack raufgehen. Aber diese ganzen kleinen Tools, diese Felgenbürste, die kleinen Handschuhe oder auch ein großer Handschuh. Es gibt ja auch nochmal eine dünnere Variante mit Daumen. Verlinken wir euch auch nochmal unten im Kommentarbereich, weil es gibt für jede Felge oder für jedes Felgendesign auch das passende Werkzeug, um da wirklich echt immer das Maximum zu erreichen. Und darum sucht euch die passenden Werkzeuge raus. Viel Spaß, bis zum nächsten Video und es geht bald weiter hier mit unserem kleinen Citroën. Ciao!